Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem Messenkanal auf YouTube, wenn es um Musik geht. Und ja, wir haben uns hier einmal wieder mal versammelt, um nicht auf Musik zu reagieren, sondern um selbst Musik zu machen. Heute was ganz Neues von Native Instruments, ein neues virtuelles Instrument namens Cloud Supply. Es soll euch Wolken liefern und Wolken und Wolken. Da muss ich erstmal die Kappe umdrehen. Ein schönes Soundprogramm, Instrument, Software, lalala, ihr wisst Bescheid. Ganz neu jetzt hier auf dem Markt von Native Instruments und ich dachte mir, ich bin mal so dreist und zeige euch das Ganze hier zusammen mit der Maschine. Ich habe bewusst nicht Cubase ausgepackt. Ihr wisst, Cubase ist die DAW meines Vertrauens. Aber heute wollte ich mal alles nur mit Maschine machen, so wie in alten Zeiten. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich nur mit Maschinen Sachen gemacht habe. Aber es ist definitiv möglich. Aber eben heute geht es um dieses neue Instrument von Native Instruments, Cloud Supply. Ich wollte es mal ganz kurz durchskippen und gucken, was da Schönes drauf ist. Es soll so ein bisschen orientiert sein an so für trappigere Beats, so ein bisschen flächigere Sounds erwarte ich da jetzt mal. Wir gucken einfach mal gemeinsam rein. Also hier komplett alles Maschine. Und wenn ihr hier einfach, ich zeige es euch nochmal, hier einen Doppelklick macht, dann kommt das Ganze in Vollbit. Das wisst ihr sicherlich. Und wir können dann gleichzeitig, und das ist nämlich das Schönste, hier das auf der Maschine, sieht man das ganz schön, alles schön bedienen, alles durchklicken. Da geht's schon los. Aber genauso auch auf dem Control bzw. Complete Control S61 hier in der Black Edition Sonderedition. Ihr wisst Bescheid, ich bin nur hier am Sondereditionskram sammeln, genau hier wie mit der Maschine. Genau, ihr habt hier auch den Browser, könnt ihr auch alles geil durchklicken. Hören wir mal durch. Also alles so sehr flächigere Sachen, das hört man direkt schon raus. Das Ganze ist basierend auf Samples, das können wir hier ganz gut sehen, hier oben, dass hier zwei Samples abgebildet sind, so würde ich das zumindest interpretieren. Und die kann man dann hier wohl wechseln. Ah ja, okay, genau. Die kann man hier wechseln und dann könnte man die eben selber sich dann nochmal individualisieren. Oh, okay. Kommt sogar ein ganzes Dropdown-Menü, auch sehr cool. Das heißt, das sind die ganzen Samples, von denen wir, oh, Modern Talking, probieren wir das mal aus. Das ist dann Sample A und Sample B, die werden gemischt, nehme ich mal an. Ja, genau. Und dann kann man hier die Balance zwischen A und B dann einstellen. Okay, das heißt, wir haben dann mehr, zum Beispiel, wenn wir jetzt nur A hören wollen würden. Ja, und dann nur B wäre. Genau, und dann kann man hier sich quasi das Mischverhältnis einstellen. Okay, cool. Dann gibt es hier noch andere Regler, die man hier dann auch noch benutzen kann. Cut-off, das wird dann so ein Filter sein. Okay, ist ein Low-Pass-Filter. Wir gehen nochmal weiter, ein paar Presets durch. Da hört man auch direkt schon den Trap-Beat. Wir sind hier bei 120 BPM. Das sollten wir vielleicht mal ändern, indem wir hier auf Tempo drücken. Es ist hier eine dedizierte Tempo-Taste, die wir dann hier eben dann verstellen können. Ich gehe mal auf klassisch, ja, machen wir mal 133. So. Den. Der klingt sehr interessant. Das ist ja auch schon dann gesequenced, oder nicht? Wählen wir den mal aus. Pendulum und Kinetic. Oh. 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 Also ich halte gerade jetzt nur die Taste fest.
Das gleiche geht natürlich auch hier nur auf der Maschine. Okay, okay. Also ich verstehe tatsächlich, dass hier ein Sequencer dann schon eingebaut ist. Das ist natürlich sexy. Das ist natürlich sehr, sehr sexy. Okay, du kannst hier noch latchen, retrigger, alles einstellen. Wow. Okay, wenn man, ich muss ehrlich gestehen, wenn man das so erstmal aufmacht und so das sieht, denkt man, okay, es ist sehr wenig, gar nicht so viel zum selber einstellen, was für viele Anfänger, sage ich mal, einladend ist. Aber für, ich sag mal, Enthusiasten und dann auch Professionelle könnte das vielleicht erstmal so, ja, okay, ist ein bisschen zu wenig, was ich da dann machen kann. Den Rest müsste ich dann mit zusätzlichen Plugins quasi hintenrum dann wieder rausholen. Aber wenn ich jetzt hier reingucke, wow, okay, was hier noch alles möglich ist. Das heißt, ich kann nur Layer A hier nochmal komplett Transpose einstellen, also die Tonhöhe, das komplett nochmal tunen, panning, also ne, ob wir es weiter links, rechts haben wollen, Noise. Sowieso, wenn ihr mal genau drauf, ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, weil ich jetzt das heute mal nur über die Speaker gemacht habe. Ich hoffe, das ist cool für euch. Da ist so ein Rauschen immer nach. Also die sind schon sehr bearbeitet, die Sounds bzw. die Presets. Das ist sehr auffällig, dass da auch wie so ein Tape-Rauschen dahinter immer ist. Oder drunter. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber es ist definitiv der Fall. Und dann könnte man hier jetzt einiges einstellen. Wenn wir zum Beispiel sagen Layer A nur. Wir können mal overall den Reverb rausholen. Wahrscheinlich hier auch deaktivieren, ja. Nein? Was, wieso blinkt der jetzt? Wieso blinkt der? Ich weiß nicht, warum er blinkt. Okay, zumindest nicht an und aus, aber wir hören jetzt nur Layer A. Und dann könnte man eben jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen mehr Crush nur auf A haben. Oh, die Bits. Oh, okay, sogar dann hier nochmal ein Filter quasi. Ah, und den kann man auch komplett alles, die ganze Reihe hier dann an- und ausschalten. Der Color Knob ist so ein bisschen, so, weiß ich nicht, was macht er, so ein bisschen saturated. Ja, es ist halt immer so ein bisschen ausprobieren, das ist ja immer das Spannende. Und dann ist es doch ganz cool, dass so ein, sagen wir mal, vermeintlich kleines Instrument oder virtuelles Instrument hier dann so viel Auswahlmöglichkeiten hat, dass man hier noch einiges machen kann. Hier sind sogar LFOs, zwei Stück. Krass. Das ist echt unerwartet, weil ich dachte wirklich, dass es nur auf Samples jetzt basiert. Achso, hier können wir jetzt gerade nichts umschalten. Ah, jetzt, okay, okay. Okay. Das heißt, wir stellen hier nochmal Envelopes ein für die Modulation bzw. für den Amp. Und dann könnten wir zum Beispiel einen Release länger machen. Das macht jetzt hier jetzt vielleicht nicht besonders viel Sinn, weil die dann die Sequenz quasi kaputt geht, weil es ja dann übereinander spielt. Wir könnten aber die Attack zum Beispiel mal ein bisschen. Da hat es so den Effekt, als ob es Reverse gespielt wird. Geil, das ist cool. Geil. Okay, nice, nice, nice. Okay, gucken wir mal weiter. Das gleiche kann man dann eben auch mit dem B-Layer machen. Also es sind ja immer zwei. Und das, wie bin ich da jetzt eigentlich hingekommen? Ich habe hier drauf gedrückt. Nee. Ah, hier schaltet man den ein und aus.
Okay. Ich habe auf Pendulum, dann kommt die ganze Library und ja, hier auf Sound hatte ich geklickt. Okay. Dann jetzt auf Effects. Oh, wow, okay. Das heißt, wir können jeweils für Sample A und Sample B komplett alles hier nochmal. Das ist krass. Ein Effekt Chain einstellen. Einmal hier mit Distortion hier schon drauf. Distortion, Tape Saturation. Ah, okay. Hier kommt der Reverb, Replika, Stereo und ein Kompressor noch drauf. Wow, das ist einiges. Das ist einiges. Und das alles in diesem kleinen, kompakten Ding. Man sieht das ja eigentlich gar nicht. Das ist ja lustig. Ne? Wenn man Bock drauf hat, kann man hier echt noch so ein Deep Dive in die Sounds machen und dann Sounddesign-mäßig da einiges noch rausholen und dem Ganzen eine eigene Note geben und das dann natürlich auch entsprechend abspeichern und weiterspinnen. Das ist sehr cool. Das habe ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht erwartet. Also ist jetzt weißes an, ein rotes aus wahrscheinlich. Wir sind ja nur auf Sound A jetzt immer noch, ne? Weil ich die Balance auf links gedreht habe. Machen wir zum Beispiel die Tape Saturation aus und die Distortion. Oh. Ja, die Distortion gibt richtig Farbe. Und ich ahne, dass das hier ist. Ja, genau. Man kann hier tatsächlich die Reihenfolge eben auch ändern, wie man das haben möchte, weil das ja dann eben auch nochmal sehr stark den Sound verändern kann. Wow, das ist echt cool. Replika hier ist eben ein Delay, ne? Richtig, ja. Tape ist hier jetzt eingestellt. Da könnte man zum Beispiel auch mal auf ein, ja gut, Vintage. Der ist jetzt alles auf Null gesetzt. Nehmen wir mal einen modernen, der jetzt nicht so eine krasse Modulation hat, wenn er ausklingt. Ja. Ja, so ein bisschen trockener vom Delay her. Genau, kann man sich auch synchronisieren mit der BPM-Zahl, die wir jetzt hier oben eingestellt haben, eben die 133. Sagen wir mal, wir wollen klassischen Viertel Delay haben. Na, jetzt habe ich gerade gedrückt gehalten, der ist ein bisschen lang noch, einfach Feedback dann runterdrehen. Krass, man kann sogar hier das Dry und Wet eben einstellen, wie viel vom trockenen originalen Signal durchkommen soll und wie viel vom nassen bzw. vom effektierten. Das ist schon echt viel. Also ohne Mist habe ich echt nicht erwartet. Hier Stereo-Imager. Krass, den hört man auch echt gut. Okay, und dann hier noch ein Kompressor drauf. Wie ist das jetzt? Okay, wenn ich. Ach so, löschen kann. Ah, okay. Wow, okay, krass. Das heißt, ihr könnt hier komplett dann auch welche natürlich ausschalten. Das habe ich hier gerade schon gemacht. Aber ihr könnt dann auch zum Beispiel sagen, ihr wollt hier keinen Stereo-Imager drauf haben oder kein Delay. Und dann was anderes aussuchen oder was ähnlich klingt. Und das wären die ganzen Effekte, die ihr hier dann noch draufsetzen könnt, in diese Effektkette hier. Okay. Und man kann dann diese Effektkette dann sogar noch speichern, hier oben und dann eben auch sich quasi wieder hier abrufen mit der Load-Funktion. Das ist natürlich geil. Vor allem hier nur die einzelnen Units, also die einzelnen Einheiten, die wir haben, sind speicherbar. Und oder die ganze Chain, also die ganze Kette. Das ist natürlich sehr stark. Was ich ein bisschen schade finde, wobei allein das jetzt schon zu haben, ist sehr krass. Man muss aber bedenken, dass beide Samples dann durch dieselbe Chain laufen. Aber im Endeffekt ist das Programm oder das Instrument ja so gedacht und so aufgebaut, dass das eben wie ein neuer Sound dann herauskommt, gemischt von zwei Samplequellen, die dann eben gewisse
Effekte und etc. durchlaufen, die man selber komplett einstellen kann, von A bis Z gefühlt. Das ist schon sehr spannend. Und dann, gut, dass es jetzt durch eine Effekt-Chain hier läuft. Ja, hätte man vielleicht noch eine zweite machen können für Effekt B, wobei vielleicht hätte es dann zu viel Ressourcen gefressen vom Rechner, ne? Aber gut, dafür kann man hier den einen an- oder ausschalten, das ist ja schon mal cool. Ist jetzt kein Riesenmanko, aber ja, ne? Wenn Native Instruments den kleinen Finger reicht, dann immer direkt den ganzen Arm mitreißen. Ja, und hier der Sequencer, gerade bei dem Sound jetzt. Ah, okay. Also, ne, Sequencer, es wird hier eine gewisse Sequenz, also eine Folge von Abläufen automatisiert abgespielt. Hier ist schon eine eingespeichert. Ich nehme an, dass man hier auch genau wieder die Sequenzen dann eben speichern und laden kann. Jetzt hier die Latch-Funktion zum Beispiel. Da muss ich dann die Taste nur einmal drücken und der spielt dann die ganze Zeit durch. Das heißt, er hält quasi die Taste für mich. Retrigger wird einfach bedeuten, dass jedes Mal, wenn ich drauf drücke, er jedes Mal von 0 bzw. 1 anfängt. Und sonst wäre es nämlich, wenn ich jetzt mittendrin dann eben auf einen anderen Ton wechsle, wechselt er in der Sequenz auf diesen anderen Ton und fängt nicht bei 0 an. Ne? Also sonst wäre das nämlich... Okay, macht wenig Sinn, wenn ich so lange warte. Das ist jetzt geretriggert. Und ohne Retrigger. Na, also ihr habt gemerkt, dass er in der Sequenz dann einfach auf den anderen Ton wechselt. In dem Fall habe ich jetzt auf die eine höhere Oktave einfach gespielt. Ja, sehr cool, dass man das alles einstellen kann, ist wirklich der Wahnsinn. Man kann hier dann eben auch die ganzen, hier zum Beispiel wie die Rate, in dem Fall sind wir jetzt bei 1/8, wenn wir das zum Beispiel auf 1/16 wechseln, ja, dann habt ihr es quasi im doppelten Tempo, könnte man sagen, und genauso natürlich auch andersrum. Ja, das kann man sich alles hier schön einstellen, auch ein Swing sogar, okay, krass. Das heißt, er spielt dann ein bisschen, sage ich mal, variierter auf den Rhythmus. Ja, also wann der Einsatz ist. Jetzt haben wir hier aber so Faktoren wie den Attack etwas hochgezogen, dass man dann sowieso nicht diesen super harten Transienten hat, der dann sehr präzise einem dann quasi anzeigt, wann der Anschlag ist und wo er dann in dem Rhythmus ansetzt. Deswegen wird man das jetzt hier nicht so krass feststellen, vielleicht auf 50%. Gut, mir fällt es jetzt nicht auf. Wir haben natürlich auch keinen Klick, das kommt noch dazu, aber hey, krass. Rootkey, alles kann man hier einstellen, welcher Scale man spielt und global sich das Ganze locken. Das ist schon spannend hier auf jeden Fall. Genau, hier oben stellt man eben die Pitch, die Tonhöhe eben ein und hier dann die Anschlagstärke. Und dann gibt es ja auch noch Makros. Oh, okay. Das heißt, man kann sich quasi hier in die Sequenz auch einprogrammieren, ob man einen Teil der Effekte, beziehungsweise ja, der Knobs, der Regler hier unten, der Schnelleffekte, auch mit einspeichern möchte, wie jetzt zum Beispiel, wir haben hier auf dem dritten Schlag einen Pitchwechsel. Da könnte man zum Beispiel sagen, wir wollen hier den Cut-Off. Geht der dann hoch oder runter? Ups. Wie resettet man das? Ja. Hier höre ich es nicht. Nix. Hat das deswegen geblinkt? Okay.
Nee, da tut sich nichts gerade. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Ich dachte, vielleicht hängt das dann, dass es dann aktiviert ist, wenn man das hier draufklickt. Gut, das ist der Sequencer. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal genauer reinschauen. Und dann, ach, hier sind die Makros. Okay. Wow, okay. Das ist. ja, das Instrument soll 50 € kosten. Und dass es so aufwendig ist und so viele Sachen hier drin sind, hätte ich echt nicht erwartet. Das ist schon echt viel, wenn man überlegt, wie viele Sounds wir hier alleine haben. Ne, also das ist jeweils eine Liste nur und das Ganze dann nochmal auf der anderen Seite, also A und B. Und dann die ganzen Presets hier eben, wie gesagt. Und dann kann man sich das echt schön zusammenspinnen. Switzerland. Browsen mal weiter. Ist das eine Sequenz? Ja. Ist kein Delay. Wow, da ist super viel Rauschen drauf. Das ist halt das Praktische, dass da jetzt halt schon relativ viele Effekte drauf sind, so kann man ziemlich schnell, sag ich mal, zu einem Ergebnis kommen. Man muss da nicht so lange rumeiern, wenn man irgendwie sehr kreativ schnell Bock hat, irgendwas zu machen. Und das ist die meisten Beatproduzenten heutzutage sind ja eher diejenigen, die da super schnell aktiv werden und ihre Sachen ganz schnell rauskloppen. Deswegen ist das vielleicht echt eine ganz gute Option. Wow, Tripped heißt er. Wie heißt er? Wales. Der hatte noch einen Key Split. Man hat alle Optionen, Einstellungsmöglichkeiten etc. Auch hier, by the way. Ne, unten in der unteren Reihe könnt ihr jetzt zum Beispiel den Cutoff einstellen. Also genau die Reihe, die wir hier in dem Programm, in der Programmübersicht hier unten hatten. Moment, da, diese hier, die haben wir dann auch hier unten dann mit dem Rädchen schnell einstellbar, genauso auch bei der Machine. Wenn ich aus dem Keyboard-Browser-Modus rausgehe, hier genau, kann man die alle einstellen. Sehr, sehr cool. Das ist natürlich sehr praktisch. Das ist immer das wirklich ein riesen, riesen Plus, wenn man eben Native Instruments mäßig ausgestattet ist, dass man da dann echt diese geile Anbindung hat mit den NKS virtuellen Instrumenten. Mittlerweile gibt es auch viele andere Firmen und Hersteller, die auch dieses Format mit übernommen haben und in ihr Standard mit einbauen, damit das eben auch hier komplett zum Beispiel eben bei dem Keyboard und bei der Maschine und so weiter eben alles benutzt werden kann. Gut, gucken wir mal weiter. Klingt wie so ein, irgend so ein, also wenn man irgend so ein Racket, irgendeinen Ball oder so schlagen würde in die Ewigkeit. Alle haben sehr viel Reverb von vornherein schon drin. Hier unten klingt er nicht mehr so gut. Aber hier ist nice. Übrigens, was passiert, wenn man Mod Wheel dreht? Das klingt doch mal nach, wir sollten ein Experiment starten. Sehr, sehr geiler Sound. Da gehe ich mal hier jetzt gerade in die Maschine rein.
So, also wir haben das Instrument ausgewählt. Hier in dem Fall Bun. Ja, hat einen leicht asiatischen Touch eventuell. Ich will es ja nur ausprobieren, ganz schnell, ja, so also um zu gucken, ob wir hier in the mood kommen, ob das alles cool ist und so weiter. Deswegen suchen wir uns mal ein cooles Projekt raus, was schon quasi fertig ist. Ich habe hier eben einige Expansions für die Maschinen selbst von Native Instruments auch. Kann ich empfehlen, sind tatsächlich immer wieder wirklich gute dabei, je nachdem, welches Genre ihr da bedienen wollt. Gibt es da sicherlich was. Und da gibt es auch ein sehr neues, das können wir auch gerade mal hier wieder mitnehmen. Und ich hatte das auch bei dem Remix schon benutzt, und zwar Pure Drip. Und hier gibt es fertige Beispiele, sag ich mal, also komplette Produktion. Ja, nehmen wir mal an, wir hätten das hier alles jetzt schnell in stundenlanger feiner Arbeit gebaut und wir bräuchten jetzt noch das finale Instrument hier, beziehungsweise ein schönes Instrument, das das Ganze hier unterlegt und bedienen uns da natürlich bei Cloud Supply. Cloud Supply, dein Freund und Helfer. Dann klicken wir nochmal alles durch. Mal den Beat reinhören. Der ist schon fertig, der heißt Balkim. Schon fertig gesequenced. Da müssen wir jetzt nur eben gucken, welchen Ton hier gespielt wird im Bass. Okay. Na? Warum wechselt der? Ein C. C und G. Mal gucken. So schnell haben wir einen komplett neuen Beat gebaut. Ganz einfach. Ich habe nichts getan. Ich habe nur ein Preset ausgewählt und das war's. Nein, also nur mal um die Sachen auszuprobieren, aber so könnte man das machen. Aber nur mal als kleines Beispiel, wie schnell das eigentlich möglich ist, mit den Sachen von Native Instruments zu produzieren, mit Maschinen und so weiter. Gerade mit der Machine Software, es ist ja schon echt erstaunlich. Ihr braucht ja nicht mal irgendwie noch eine weitere DAW von, keine Ahnung, ob es Fruity Loops, Cubase, Logic oder was auch immer ist, Ableton, Studio One, whatever. Ne, was auch immer, das kannst du alles hier drin machen. Das ist schon echt erstaunlich. Das ist jetzt immer Pattern 1, der tiefere, und dann könnte man einfach wieder hier Pattern 2 den höheren einspielen. Wobei einspielen, weiß ich nicht, ob man das noch so nennen darf.
hat mir quasi wirklich schon zwei Parts. Komplett neuer Song jetzt. Ja, und dann könnten wir hier jetzt noch einen weiteren Pattern mal einspielen. Oder setzen wir zum Beispiel nochmal Cloud Supply rein. Nehmen wir mal noch einen weiteren Sound. Wir haben ja jetzt quasi die Lead-Melodie. Das könnte doch gut passen. Das wäre halt gerade für eine Hook, wäre das, denke ich, interessant, dass man da einfach noch mal ein bisschen was reinsetzt. Das sollte natürlich nicht zu viel sein, damit es nicht zu stark aufsetzt. Aber ja, ich denke, das wäre auch was ganz Interessantes hier. Das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Dann gibt es eben natürlich noch die Möglichkeit, den Maschinen ganz klar hier noch weitere Filter draufzusetzen, die das Ganze nochmal auf ein komplett anderes Level dann eben bringen. Man könnte jetzt hier zum Beispiel nochmal die Shaperbox draufsetzen, zum Beispiel noch den Volume Shaper reinsetzen, der dann so einen Sidechain-Effekt setzt. Der ist hier als Preset mittlerweile eben auch schon vorhanden, das war früher nicht so. Jetzt haben wir hier quasi nochmal was Eigenes draus gemacht. Das könnte man sich nach Belieben dann eben noch weiter einstellen. So, ja, zum Beispiel. Also wie ihr seht, könnt ihr da auch die ganzen VST-Plugins, die ihr schon habt, dann eben auch reinladen. Und hier eben jetzt mit Cloud Supply, diesem echt coolen Plugin. Wir könnten jetzt auch, eine Sache habe ich noch gesehen, wenn man nicht weiß, wie man den Sound haben möchte, gibt es hier die Randomizer-Funktion quasi, den Würfel. Man kann einfach draufdrücken und hier wird einfach alles durchgewürfelt beim Sound. Probieren wir das mal aus. Also vorher klingt es so mit Shaperbox. Das heißt, ihr seht, die Samples werden sogar durchgewürfelt. Nicht nur hier unten die Einstellungen, sondern auch die Samples hier oben werden komplett randommäßig durchgewürfelt. Können wir den ganzen Beat einschalten. Oh, ist cool. Oh, das ist echt, das passt gerade echt perfekt, weil ja, das im Hintergrund einfach nur so ein bisschen Sphäre gibt, sowas Atmosphärisches. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Genau sowas wollte ich eigentlich ein bisschen erreichen. Mit der Shaperbox wäre das dann vielleicht doch zu viel geworden. Ja, wobei geht auch.
Ja, ich denke, das war's. Hier mal ein kleiner Einblick in dieses wunderbare neue Programm namens Cloud Supply von Native Instruments. Jetzt eben ganz, ganz frisch draußen. Ja, macht wirklich Spaß, wenn das auch vor allem euer Genre ist, so die Trap-Richtung, egal ob jetzt Trap-Hip-Hop oder alle anderen Trap-Sachen. Ich denke, das passt da wirklich ganz gut rein. Ihr habt ja einen kurzen Einblick bekommen. Ansonsten gibt es natürlich auch Soundbeispiele auf der Seite von Native Instruments. Ich werde euch unten alles verlinken, genauso wie ein Affiliate-Link. Wenn ihr also Bock habt, euch das schöne Instrument zu kaufen, dann schaut doch gerne unten vorbei und kauft euch da das gerne über meinen Link ein. Das Ganze kostet euch nichts mehr, gibt mir aber eine ganz, ganz kleine Provision. Wenn euch solche Videos eben gefallen, dass wir zusammen virtuelle Instrumente das erste Mal entdecken, uns anhören etc. etc., dann schreibt das gerne in die Kommentare und ich mache einfach mehr von diesen Videos, denn mir macht es auch sehr viel Spaß, dann doch mal ein bisschen mehr musikalisches Know-how auch zu zeigen und nicht nur drüber zu reden. Ich denke, das wird euch auch sehr viel mehr Spaß machen. Ich habe das Kamerasetup ein kleines bisschen geändert, wie ihr gesehen habt. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video.